Wir haben eine neue politische Geschäftsführerin, Katharina Nokun. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Wir werden es so machen, dass die Katha einfach nochmal die Möglichkeit bekommt, irgendwie auch nochmal ein Statement an Sie zu richten, und dann bekommen Sie die Möglichkeit für Nachfragen. Bei Nachfragen bitte ich Sie halt einfach kurz den Namen vorwegzuschieben. Jetzt gibt es wirklich Katha. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Katharina Nokun, ich bin 26 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von Osnabrück, genauer gesagt in Dissen auf dem Land. Und ich studiere Politik, Wirtschaft, Philosophie und Wirtschaftsinformatik. Ich arbeite als Online-Redakteurin bei einem Online-Magazin. Und eigentlich wollte ich meine Masterarbeit schreiben, aber das kam jetzt etwas anders. Meine Ziele als politische Geschäftsführerin sind in erster Linie, dass wir uns wieder darauf zurückbesinnen müssen, was uns zusammenhält als Piratenpartei. Ich habe 2009 für die Piraten Unterschriften gesammelt, als sie noch keine Chance hatten, in irgendein Parlament einzuziehen, weil ich denke, dass es immens wichtig ist, eine politische Kraft zu haben, die nach vorne blickt in die Zukunft und technologischen Wandel nicht als Gefahr sieht, sondern eben als Chance für Mitbestimmung, für Neustrukturierung von Sozialsystemen, für die Neuordnung des Verhältnisses zwischen Bürger und Staat. Das ist keine leichte Aufgabe, und das ist aber auch eine langfristige Aufgabe. Und ich sehe die Piraten als langfristiges Projekt. Ich denke aber, es ist unverzichtbar, dass wir auch unsere Ziele in den Parlamenten voranbringen, denn wenn wir es nicht tun, tut es kein anderer für uns. Denn auch wenn bei vielen Anträgen der politischen Mitbewerber Transparenz und Mitbestimmung auf dem Etikett steht, so ist es doch ein Etikettenschwindel gewesen in den letzten Monaten. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Piraten unsere Themen, die wir jetzt an diesem Wochenende beschließen, unser Wahlprogramm, das wir jetzt an diesem Wochenende schnüren, stärker in die Öffentlichkeit bringen, um zu zeigen, dass wir eben nicht nur die sind mit den Fragen, sondern auch bereits Antworten haben, gute Antworten, die wir gemeinsam basisdemokratisch abgestimmt haben. Johannes, du bist jetzt, glaube ich, auch gleich gefragt. Sie haben die Gelegenheit für Fragen. Einmal kurze Hand heben, der Johannes hilft. Annette Weiritz, Spiegel Online. Kurze Frage nochmal konkret, was Sie wirklich anders machen wollen als Ihr Vorgänger Johannes Ponader. Nun, es ist ja so, dass ich als politische Geschäftsführerin auch in einem ganz anderen Zeitabschnitt in der Partei tätig sein werde. Es geht in erster Linie darum, dass wir jetzt auf den Bundestagswahl zusteuern und dass wir uns um den Zusammenhalt in der Partei kümmern und dass wir nach vorne gehen und uns auf die politischen Ziele konzentrieren. Ich denke, es ist wichtig, als politischer Geschäftsführer zwei Aufgaben wahrzunehmen. Zum einen nach innen neue Strukturen zu schaffen, bessere Strukturen zu schaffen, zum anderen aber auch die Außenkommunikation. Und die Außenkommunikation ist im Wahlkampf immens wichtig. Wie gesagt, es ist wichtig, dass wir unsere Themen nach außen gut kommunizieren, damit die Menschen wissen, wofür die Piraten stehen. Wir haben nämlich ein großes Wahlprogramm, das auch die Vielfalt der Menschen, die bei uns Mitglied sind, sehr gut widerspiegelt. Alexander Scholz, Deutsche Welle, gleich eine Nachfrage. Welche inneren Strukturen wollen Sie denn verändern? Haben Sie da schon Pläne? Nun, Johannes Ponader hat ein, wie ich finde, ein sehr gutes Konzept etabliert, das Konzept der Themenbeauftragten, dass wir eben Mitglieder gesucht haben, die sich auch in Arbeitsgemeinschaften aktiv einbringen, die über große Fachkompetenz in ihrem jeweiligen Themengebiet verfügen und die mehr nach vorne stellen und auch die Kandidaten mehr nach vorne stellen, um klarzumachen, dass wir eine breite Partei sind und dass es eben nicht so ist wie bei anderen Parteien, dass der Bundesvorstand von oben etwas beschließt und die anderen nicken es ab, sondern bei uns ist es so, dass die Basis uns vorgibt, was wir zu tun haben, und das ist auch sehr gut so. Und ich würde mir wünschen, dieses Konzept weiterzuführen, der Themenbeauftragten, und auch die Kandidaten mehr nach vorne zu stellen. Wir haben sehr gute Kandidaten, die sich in den unterschiedlichen Themengebieten sehr gut auskennen, und das müssen wir einfach auch zeigen. Genau, der Herr Bewader und dann Herr Herrmann. Ja, Manuel Bewader von der Welt. Sie waren Spitzenkandidatin in Niedersachsen, hatten ein schlechteres Ergebnis als 2009. Welche Fehler haben Sie gemacht und was wollen Sie besser machen jetzt? Nun, wir müssen definitiv, also es gab diverse Umfragen von Meinungsforschungsinstituten, die Bürger gefragt haben, warum sie Piraten wählen oder nicht wählen. Und dabei ist rausgekommen, dass viele Menschen eben noch nicht so genau...
nicht so genau wissen, wofür wir stehen. Und das müssen wir einfach ändern, denn wir haben ein sehr großes, sehr dickes, sehr umfassendes Wahlprogramm und auch Grundsatzprogramm, und das wird an diesem Wochenende erweitert. Und wir müssen gerade an dieser Kommunikation arbeiten, dass wir wirklich zeigen, dass wir Themen setzen können, dass wir andere Parteien vor uns hertreiben können. Wir haben beispielsweise gerade eine Sammelverfassungsbeschwerde am Laufen zur Bestandsdatenauskunft. Da geht es um die Aushöhlung der Grundrechte von Bürgern. Und da bin ich auch mit Patrick Breyer zusammen Hauptbeschwerdeführerin. Und das sind Aktionen, die zeigen, dass wir auch außerhalb der Parlamente was bewegen wollen und bewegen können. Aber innerhalb der Parlamente können wir eben noch mehr schaffen. Marlon Herrmann von Phoenix. Eine Frage, die ich gerne stellen würde, ist, und zwar fiel ja gerade im Parteivorstand auf, dass vor allen Dingen Querelen, innere Unsicherheit, wo der Führungskurs der Partei hingehen soll, vor allen Dingen für Irritationen gesorgt hat. Und dann kam noch hinzu, dass vor allen Dingen die Basis rumort hat. Wo setzen Sie die Akzente? Kann man sagen, dass Sie hier als eine neue Identifikationsfigur gelten werden? Nun, ich möchte keine Identifikationsfigur sein, denn im Endeffekt geht es ja bei unserem Menschenbild darum, dass wir den Menschen vertrauen, dass sie selbst wissen, wofür sie stehen und wofür sie nicht stehen. Das heißt, ich habe sehr großes Vertrauen in unsere Mitglieder, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen und dass wir als Bundesvorstand diese umsetzen. Und natürlich ist es auch Aufgabe eines politischen Geschäftsführers, da integrierend zu wirken, Zusammenhalt zu stiften und an einigen Punkten auch zu sagen, stopp mal, erinnert euch eigentlich, warum wir eigentlich eine Partei geworden sind, was uns verbindet und nicht das, was uns trennt. Da vorne war eine Wortmeldung, Johannes. Mario Dobowiszek vom Deutschlandfunk. Mich würde interessieren, der Parteitag hängt ja schon wieder um ein paar Stunden, kann man fast sagen. Es soll diskutiert werden, ob es eine ständige Mitgliederversammlung geben werden soll bei den Piraten. Wie stehen Sie dazu? Ist das etwas, eine Möglichkeit, die die Piraten brauchen, um voranzukommen? Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, sehr viel Zeit nehmen, um Argumente in so einer wichtigen Frage auszutauschen. Und ich denke, da kann man sich gar nicht genug Zeit nehmen, um über so etwas Grundsätzliches zu debattieren, wie die Frage, wie man eigentlich in der Partei zu Entscheidungen kommt. Und ich finde es extrem wichtig, dass da alle Positionen und alle Argumente auf den Tisch gelegt werden. Und ich vertraue daran, dass die Mitglieder eine richtige Entscheidung treffen. Aber das können sie auch eben nur, wenn jeder die Möglichkeit hat, seine Argumente vorzubringen. Denn alle Beteiligten, alle Antragsteller, alle Positionen haben sehr gute Argumente, die erklären, wie sie zu der Frage stehen. Ja. Das war nicht ganz meine Frage. Ich würde ganz gerne wissen, wie Sie dazu stehen, zu der ständigen Mitgliederversammlung. Und das Hängen des Parteitages war jetzt nur ein Beispiel dafür, dass es ja möglicherweise sinnvoll sein könnte. Ich habe meine Bachelorarbeit über Liquid Feedback geschrieben und ich sehe große Chancen in Mitbestimmungstools, wenn es beispielsweise darum geht, Anträge zu schreiben. Ich sehe aber auch, dass wir uns genau überlegen müssen, welche Schritte wir gehen und wie schnell wir Schritte gehen, damit wir alle Parteimitglieder mitnehmen. Tim Braune von dpa. Was sagen denn Ihre Freunde und die Familie zu Ihrer Entscheidung und zu der Wahl? Sie werden ja jetzt öfters im Fernsehen sein und Ihr Vorgänger Johannes Ponada hat ja nicht immer die besten Erfahrungen damit gemacht. Ja, die haben mir gesagt, die holen mich schon auf den Boden der Tatsachen zurück. Der Herr Wallet hatte eine Frage. Johannes, wo bist du? Norbert Wallet, Stuttgarter Nachrichten. Gesetzt den Fall, Sie würden Ihr Ziel erreichen, die Piraten würden im Bundestag einziehen, würden die Piraten sich sozusagen in die Phalanx der Parteien einreihen, die die Bundeskanzlerin Merkel sozusagen aus dem Amt verdrängen wollen? Also würden Sie sozusagen, wenn es zu einer Abstimmung zur Kanzlerwahl käme, sich der Stimme enthalten oder wäre Ihr erklärtes Ziel, Frau Merkel als Kanzlerin abzulösen? Nun, wir hatten ja schon quasi die Chance, oder wir standen schon öfter vor solchen Entscheidungen in unterschiedlichen Landtagen. Beispielsweise in Schleswig-Holstein war es so, dass dort auch die Fraktion vor der Frage stand, ob sie den Ministerpräsidenten mitwählen wird oder nicht. Und dort haben sie es sehr gut gelöst, indem sie gesagt haben, dass das die Mitglieder entscheiden sollen und dass es dazu eine Befragung gibt. Und die Abgeordneten haben sich da auch an das Votum der Basis gehalten. Und ich finde es auch wichtig, an dieser Stelle nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass Koalitionsverhandlungen eigentlich der Ort sind, wo im Endeffekt Entscheidungen getroffen werden. Und derzeit ist es leider so, dass diese Koalitionsverhandlungen hinter verschlossenen Türen stattfinden. Und das ist aus unserer Sicht ein massives, grundsätzliches Problem, was alle Parteien haben. Ja, ich habe hier doch noch mal eine Nachfrage. Wenn Sie sagen, zur SMV soll alles ausdiskutiert werden, das wird ja relativ lange dauern, also sind Sie dagegen, dass auf diesem Parteitag eine SMV beschlossen wird?
Ich bin der Meinung, das können die Mitglieder ganz gut selbst entscheiden und das müsste ich nicht entscheiden. Johannes, da hinten war noch eine Wortmeldung. Die Dame in der zweiten Reihe. Ich alt. Monika Dittrich, Deutschlandfunk. Wie werden Sie denn mit innerparteilichen Beleidigungen umgehen? Nun, ich hatte interessanterweise bis jetzt noch nicht wirklich innerparteiliche Beleidigungen erlebt. Also ich muss sagen, ich persönlich lese es auch mit Verwunderung, was über die Diskussionskultur zum Teil berichtet wird. Denn ich selber habe es, obwohl ich, wie gesagt, an vorderer Stelle kandidiert habe in Niedersachsen, nie derartiges erlebt. Werden Sie sich denn als politische Geschäftsführerin dann dazu äußern, wenn es Beleidigungen gegenüber anderen Piraten gibt? Nun, ich finde, es ist eine grundsätzliche Frage, wie man miteinander umgeht. Und da ist natürlich sind grundsätzliche Formen des Respekts und der Zurückhaltung einzuhalten. Und das gilt auf allen Ebenen. Und das gilt nicht nur für die Partei, sondern das gilt auch für private Zusammenhänge, da bin ich schon jemand, der zwischendurch mal sagt, so geht's aber nicht, bitte nicht unter die Gürtellinie. Das sagen Sie Ihren Piraten dann auch, ja? Ja, das sage ich Ihnen dann auch. Aber das sagen auch andere. Ja. So. Okay, dann der Herr Kluckert noch. Matthias Kluckert von der Bild-Zeitung. Vielleicht könnten Sie noch ein, zwei Sätze dazu sagen, wie Sie die Arbeit Ihres Vorgängers insgesamt bewerten und nicht nur in Bezug auf einzelne Punkte seiner Arbeit. Nun, Johannes hatte eine Amtszeit in einer Periode, die, glaube ich, für die ganze Partei sehr schwierig war. Wir haben ein sehr großes, sehr starken Andrang, sehr großes Wachstum erlebt und da mussten die Strukturen natürlich nachziehen. Und es ist natürlich eine Herausforderung, in so einer Zeit politischer Geschäftsführer zu sein. Und ich habe großen Respekt davor, was er geleistet hat. Ich habe großen Respekt davor, was er auch bewegt hat, innerparteilich, was vielleicht nach außen hin nicht so sichtbar ist, die Strukturen, die geschaffen wurden. Und ich hoffe, dass ich jetzt in dieser Zeit des Wahlkampfs eine gute politische Geschäftsführerin sein werde. Ich nehme es mir stark vor und ich danke ihm nochmal für die Arbeit, die er gemacht hat. Okay, es gibt jetzt genau noch drei Fragen maximal, dann werden wir die Runde hier beenden. Frau Beitzer. Hanna Beitzer von der Süddeutschen Zeitung. Sie hatten vorher gesagt, dass in Niedersachsen auch das Problem war, dass die Leute nicht wissen, wofür die Piraten stehen. Und hatten Sie jetzt auch zum Beispiel gestern einen Gastbeitrag auf Zeit Online, wo Sie sehr, sehr eindrücklich bestimmte Probleme beschreiben, aber mir fehlt da noch ein bisschen, was eigentlich die Piraten oder Sie dafür tun wollen, dass sich diese Probleme lösen. Können Sie das noch mal kurz umreißen? Ja, also in dem Beitrag in Zeit Online ging es ja so ein bisschen darum, dass die Interessen der jungen Generation im Bundestag nicht ausreichend vertreten werden. Wenn man sich die Altersstrukturen der unterschiedlichen Parteien anschaut, wird man feststellen, dass die Piraten so gesehen die jüngste Partei sind. Nicht nur was die Gründung anbelangt, sondern das Durchschnittsmitgliedsalter. Das heißt, wir erfahren von den Sorgen einer ganzen Generation nicht durch Umfragen oder durch Meinungsumfragen, Experten, Wissenschaftler, sondern das sind unsere Mitglieder, die das ganz genau miterleben. Und es geht nicht nur, also es geht gar nicht so sehr um einen Generationenkonflikt, der aus meiner Sicht da auch zum Teil künstlich aufgebauscht wird, sondern es geht darum, wie wir als Gesellschaft ganzheitlich die Sozialsysteme auf den demografischen Wandel vorbereiten und rechtzeitig vorbereiten, sodass wir nicht irgendwann an einem Punkt stehen, wo irgendeine Form von Entscheidung alternativlos sind, sondern dass wir bewusst wählen können, die und die Alternativen gibt es, wir müssen Entscheidungen treffen, beispielsweise bei der Rente, da habe ich ja auch in dem Beitrag geschrieben, dass wir als Piraten die Forderung haben, ein Rentensystem, eine gesetzliche Rentenversicherung für alle zu schaffen, das heißt eine Rentenversicherung, wo Angestellte, Beamte und Selbstständige in einen Topf einzahlen, damit da nicht mehr diese getrennten einzelnen Systeme weiterhin neben sich her existieren, sondern dass wir eine breitere Basis schaffen. Okay, dann danke ich fürs Kommen und wünsche noch viel Spaß beim weiteren Parteitag.